Wenn der Hajj, also der Pilger, mit dem Sa'i fertig ist, begibt er sich zum Berg Arafa. Und hier möchte ich auch abschließen, geehrte Brüder und liebe Schwestern. Der Tag von Arafa ist ein heiliger Tag. Verpasst diese Gelegenheit nicht. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Es ist ein Tag des Bittgebetes, ein Tag der Reue. Er wurde Arafa genannt, laut einer Überlieferung, weil Jibra'il a.s. zu Ibrahim gesagt hat, i'tarif bidhanbik, erkenne deine Sünden ein, bereue deine Sünden und kenne deine Rituale, kenne deinen Gottesdienst. Es ist der Tag, wo wir unsere Sünden bereuen sollen, wo wir vor Allah subhanahu wa ta'ala sitzen, stehen sollen, mit ihm reden sollen und unsere Sünden eingestehen sollen. Deswegen Imam Sajjad alayhi salam, es gibt eine Überlieferung, wo er am Tag von Arafa einen Mann gesehen hat, der andere Menschen an diesem Tag gebeten hat, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mir das erledigen, etc. Er hat ihm gesagt, Waihak, was machst du da? An solch einem Tag fragst du andere außer Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist ein heiliger Tag. Das ist ein Tag des Bittgebetes und nicht nur für die, die in Arafa sind, für alle Muslime. Dieser Tag ist ein heiliger Tag. Wir dürfen uns diesem Tag nicht entgehen. Vor allem nicht das Bittgebet von Arafa, von Imam al-Hussein, salamullahi alayhi. Erlaubt mir nur eine Stelle aus diesem Bittgebet zu lesen. An einer Stelle des Bittgebetes heißt es, dass Imam Hussein alayhi salam Halt gemacht hat, während er gelesen hat. Und an dieser Stelle angefangen hat, stark zu weinen, so dass seine Augen sich mit Tränen übergossen haben, überflossen haben. Und dann hat er Folgendes gesprochen, während er stark geweint hat. Er hat gesagt, Allahumma ij'alni akhshaka ka'anni arak. O Allah, lasse mich dich fürchten, so als würde ich dich sehen. Allahumma ij'alni akhshaka ka'anni arak. Wa as'idni bi taqwak. Und erfreue mich. Lasse mich glücklich werden mit Taqwa, mit Gottesfurcht, mit Frömmigkeit. Wa la tushqini bi ma'siyatik. Und lasse mich nicht unglücklich werden durch Sünden. Lasse die Sünden nicht mich ins Unglück fallen. Und dann sagt er weiterhin, wa khir li fi qada'ika wa barik li fi qadrik. Und Allah, entscheide du für mich, was gut für mich ist und segne das, was du für mich vorhergesehen hast, sodass ich حتى لا أحب تعجيل ما أخرت, so dass ich nicht das liebe, was du hinausgezögert hast. ولا تأخير ما عجلت, und dass ich nicht die Verzögerung dessen liebe, was du beschleunigt hast. Und dann sagt er, سلام الله عليه, gut aufgepasst, das ist eine Schule, das sind Prinzipien. Er sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, واجعل سمعي وبصري الوارثين مني. الله أكبر. O Allah, lasse meine Sehfähigkeit und meine Hörfähigkeit meine Erben sein. Was heißt meine Erben? Das bedeutet, ich möchte, dass ich sterbe, aber nicht vorher blind sein. Ich möchte sterben, aber nicht vorher taub sein. Das bedeutet, ich möchte auf niemanden in diesem Leben angewiesen sein. Imam Hussein a.s. Ich möchte nicht blind werden und dass ich dann anderen Menschen um Hilfe bitten muss. Ich möchte nicht taub werden und dass ich dann auf andere Menschen angewiesen bin. Das ist unser Imam, der so weit geht mit seiner Würde und seinem Stolzgefühl, dass er nicht bereit ist und Allah darum bittet, oh Allah, lass meine Sehfähigkeit und meine Hörfähigkeit von mir erben. Das heißt quasi, lass sie noch am Leben, lass mich vorher sterben. Und dann sagt er, وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي. O Allah, und verhelfe mir zum Sieg gegenüber denen, die mir Unrecht tun. Das ist die Zeit vor Karbala, liebe Geschwister. Zwischen Arafa und Karbala liegt nicht viel. Und wir können von Imam Hussein a.s. lernen. Und wir sollten diesen Tag auch in Anspruch nehmen und den Segen dieses Tages auch nutzen, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala uns all unsere Sünden vergibt.